für wen macht eigentlich ein Coaching oder eine Beratung Sinn, wenn es darum geht, die richtige Partnerin zu finden? Wenn du hier diesen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann hast du dir vielleicht noch mal die Frage gestellt, ob du mal ein kostenloses Beratungsgespräch in Anspruch nehmen möchtest oder ob du vielleicht auch mal ein Coaching mit uns machen möchtest. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann möchte ich dir in diesem Video mal erklären, wann das sinnvoll für dich sein kann. Also für welchen Single-Mann es Sinn macht, mal eine Beratung auszuprobieren oder ein Coaching zu machen und für welchen man noch nicht. Denn man könnte ja meinen, okay, hier bei Kumi Yamshidi helfen wir Single-Männern dabei, die richtige Partnerin zu finden. Und da würde man sagen, okay, die Voraussetzung ist, dass man als Single-Mann ist, dann kann das Coaching funktionieren. Aber das Ding ist, so einfach ist es nicht. Es funktioniert nicht für jeden Single-Mann. Und wir bei Kumi Yamshidi helfen auch nicht jedem Single-Mann. Also, weil du musst ja verstehen, jeder Mann hat seine individuelle Situation, jeder Mann hat eine andere Grundvoraussetzung, gerade so einen Startpunkt, andere Wünsche bei der Partnerwahl, andere Herausforderungen und einfach andere Dinge, die ihm wichtig sind. Und wir helfen nur bestimmten Single-Männern. Und vielleicht hilft dir einfach dieses Video zu verstehen, okay, gehörst du da auch rein in diese Kategorie, also so nennt sich das da auch in Zusammenarbeit mit uns, die helfen könnte, oder halt eher nicht. Denn bei uns ist es so, anders als vielleicht andere Coaches am Markt oder auch Anbieter am Markt, sind wir jetzt nicht der beste Ansprechpartner dafür, wenn es darum geht, okay, du bist jetzt vielleicht Anfang, Mitte 20 und hier geht es darum, möglichst viele Bettgeschichten zu sammeln. Oder wenn es dir darum geht, irgendwie der krasseste Macker zu sein, irgendwie so ein Playboy zu werden und dein Ego daran aufzugeilen, viele Frauen flach zu legen, dann sind wir nicht der richtige Ansprechpartner. Ist es eine Sache, die man erlernen kann, also quasi so ein Playboy zu werden, auch wenn man als Mann jetzt eher schüchtern ist? Klar, ist eine Sache, die man lernen kann. Vielleicht gibt es auch Leute, die einem da helfen können. Wir entscheiden uns aber in unserer Arbeit bewusst dagegen, solchen Männern zu helfen. Zu uns kommen oft Männer, die wirklich Interesse haben an einer ernsthaften Partnerschaft. Also die wirklich für sich die richtige Partnerin finden wollen. Und das heißt jetzt nicht, dass man dann diese Beziehung über die Partnersuche, also eine Beziehung übers Knie brechen muss und dann sagen muss, man muss jetzt unbedingt jetzt bald eine Partnerin finden und es muss mit ihr unbedingt klappen. Es kann ja schon sein, dass man sagt, okay, man möchte als Single auch erstmal verschiedene Frauen kennenlernen, gucken, wer wirklich zu einem passt. Es kann auch sein, dass man sagt, hey, ich bin schon grundsätzlich interessiert daran, eine Partnerin zu finden, aber ich habe in der Vergangenheit einfach auch kaum bis keine Erfahrung im Dating gesammelt. Ich würde schon gern hier und da noch die ein oder andere Erfahrung als Single mitnehmen. Das ist alles valide und okay. Aber wichtig ist es, der Wunschpunkt, wo man am Ende hinkommen will, wirklich ist eine Beziehung. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Vielleicht auch noch Familie gründen. Weil, du musst verstehen, unser Coaching ist darauf zugeschnitten, Männern, die sich eine Partnerschaft wünschen, dabei zu helfen, das zu machen, ohne ihren Job zu vernachlässigen. Das heißt, und die Wege, die wir mitgeben, sind quasi das Besondere an unseren Wegen ist, die kann man gut integrieren in ein Leben von einem Mann, der auch eingespannt ist, der im Leben steht, der einen festen Job hat. Das heißt, wir gucken uns an, wie kann man auf eine relativ zeitsparende Weise regelmäßig Frauen kennenlernen, Dates haben und dann für sich die richtige finden. Was muss man auf so Dates machen, damit eine Frau auch einen wiedersehen möchte, damit man dieser Frau auch näher kommen kann und worauf kommt es bei der Partnerwahl dann final an? Das sind so die Sachen, die wir machen. Es gäbe ja noch andere Wege, sein Datingleben zu gestalten. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, man möchte jetzt lernen, tausende Frauen anzusprechen. Und man ist ein junger Kerl, man hat die Zeit, man hat vielleicht noch nicht so viel Verantwortung im Leben und hat Zeit, jeden Tag 30 Frauen anzusprechen. Und das ist eine Sache, die man machen kann grundsätzlich. Als ich beispielsweise 17, 18 war, war das eine Sache, die ich dann halt in Angriff genommen habe. Aber das Ding, weil ich war 17, 18, hatte viel Zeit und sonst keine großen anderen Verpflichtungen im Leben. Und es gibt sicher auch Anbieter und Coaches, die solchen Männern dann halt helfen können, diese Ziele umzusetzen. Aber bei uns ist da nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist halt wirklich zu gucken, okay, wie kann man als Mann, der im Leben steht, die richtige Partnerin finden. Und deswegen ist es bei uns auch, kommen oft Männer zu uns in der Altersklasse von, sagen wir mal, Mitte 20 bis Ende 40. Also es gibt selten Ausreißer nach unten oder nach oben. Und das ist ja auch, macht ja auch Sinn, weil einfach man in dem Alter so langsam halt auch wirklich so sich überlegt, okay, ich möchte mein Leben auch mit jemandem teilen, ich möchte jemanden finden. Wenn man vor allem halt auch Anfang 30 ist, Mitte 30, Ende 30, dann ist es halt so, dass um einen herum viele Freunde jetzt schon quasi in festen Händen sind, die erst noch schon Familie gründen da und man halt so langsam das Gefühl hat, der Zug fährt für einen selbst so ein bisschen ab. Und da geht es für einen einfach nur darum zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch noch mal jemanden finden, mit der ich Familie gründen kann. Oder wenn du beispielsweise vielleicht Ende 30 bist oder in den 40ern und sagst, hey, du hattest auch schon eine längere Partnerschaft hinter dir, auch vielleicht auch mit Kindern, bist auch vielleicht geschieden. Und möchtest jetzt halt nochmal wieder Fuß fassen ins Dating-Leben, wieder reinkommen und halt dann auch nochmal für dich wieder nochmal eine neue Partnerschaft finden. Eine Partnerschaft, die anhält, die erfüllt ist. Und klar würde man auch hier vielleicht als Single mal wieder ein, zwei Erfahrungen mitnehmen, quasi den zweiten Frühling erleben wollen nach vielleicht 10, 15, 20 Jahren Ehe. Ist vollkommen verständlich. Aber der Fokus ist auch hier wieder, man möchte langfristig schon wieder eine Partnerschaft.
Und man ist vielleicht auch eingespannt, man hat halt auch Kinder, man hat halt einfach weniger Zeit als ein Mann vielleicht Anfang 20. Und da ist unser Coaching gut. Da ist unser Coaching gut in der Hinsicht, dass wir Leuten Wege mitgeben, wie sie Frauen kennenlernen können, ohne jetzt dafür ihren Job vernachlässigen zu müssen. Das ist halt unser Schwerpunkt. Und wenn du da reinfällst in diese Kategorie, kann ein Coaching erstmal grundsätzlich funktionieren. Jetzt gibt es aber noch ein paar andere Bedingungen und Voraussetzungen, die wichtig sind für so ein Coaching. Das eine ist, du darfst natürlich auch bereit sein, dich authentisch zu zeigen mit den Herausforderungen, die du hast. Denn beispielsweise angenommen, du machst ein Beratungsgespräch oder du machst ein Coaching, da geht es darum, dass wir uns anschauen, hey, was sind deine aktuellen Herausforderungen, was sind deine aktuellen Probleme? Und wenn du jetzt zu viel Stolz hast, darüber zu reden oder nicht bereit bist, über Herausforderungen im Detail mal ein bisschen zu sprechen, dann wird so ein Coaching ja nicht funktionieren. Weil ich als Coach beispielsweise kann dir ja nur helfen, wenn ich weiß, wo deine Herausforderungen sind und du auch bereit bist, über alles zu sprechen. Eine andere Sache, die halt auch wichtig ist, dass du auch in der Lage bist, Feedback anzunehmen. Weil du musst verstehen, wenn es bei dir in der Partnersuche nicht so läuft bisher oder du noch nicht die richtige gefunden hast, dann gibt es Gründe dafür. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Es liegt auch nicht daran, dass irgendwie Frauen komisch wären oder dass irgendwie an der Frauenwelt liegen würde. Es gibt Dinge in deinem Verhalten oder in der Art und Weise, wie du die Partnersuche angehst, die dafür sorgen, dass es nicht läuft. Also du hast gewisse blinde Flecken, Gründe, warum es nicht läuft, die du selbst nicht auf dem Schirm hast. Und du musst natürlich die Bereitschaft haben, dir diese blinden Flecken aufzeigen zu lassen. Weil wenn ich dir Feedback gebe und du dieses Feedback nicht annehmen willst oder kannst, dann wird dir das ja nicht helfen. Denn jetzt kommt auch die nächste Voraussetzung. Im Coaching-Programm geht es ja nicht darum, dass wir dir eine Partnerin in dein Leben zaubern. Wir geben dir die Wege mit, die du gehen musst, aber du musst diese Wege am Ende auch selbst gehen. Natürlich stehen wir dann auch, sind wir an deiner Seite, beispielsweise Kunden von uns können uns 24/7, 7 Tage die Woche über Medien wie WhatsApp, Telegram oder Co. erreichen und uns Fragen stellen und wir antworten ihnen. Wir haben jede Woche einen Live-Call, wo wir über die nächsten Schritte miteinander sprechen können. Es gibt Trainingsinhalte, es gibt vieles, was man machen kann. Aber das Wichtige ist auch hier, man muss diese Sachen auch nutzen. Unsere Unterstützung ist da. Unser Ziel ist es quasi, dich zu begleiten bis zu dem Punkt, wo du wirklich das Wunschergebnis hast. Aber damit das Ganze funktioniert, brauchst du auch eine gewisse Eigeninitiative. Musst du die Schritte natürlich auch gehen. Oder wenn du Herausforderungen hast bei der Umsetzung, dich wieder mitteilen mit den Herausforderungen, die du hast, damit da ein gewisses Gespräch halt auch entstehen kann und man halt über Probleme reden kann. Wenn man die Bereitschaft nicht hat, dann kann es halt auch nicht funktionieren. Ein anderes Problem, das viele Männer auch haben, ist, sie haben halt ein zu starkes Weltbild, wenn es um die Liebe geht. Das heißt, sie haben quasi sind sehr voreingenommen in der Hinsicht, dass sie denken, sie wüssten, wie der Dating bereits funktioniert. Sie wüssten, dass quasi es gibt viele Männer, die sagen, wenn man als Mann nicht groß, breit und gut aussieht, hat man keine Chance. Oder wenn man nicht viel Geld hat, hat man keine Chance. Wenn man, Frauen sind alle kompliziert, Frauen sind komisch, etc. pp. Also man hat so gewisse Vorannahmen. Und die muss man halt bereit sein, fallen zu lassen. Weil ich möchte nicht mit einem Mann zusammenarbeiten, wo die Zusammenarbeit einfach nur daran besteht, dass wir die ganze Zeit über irgendwelche Weltbilder diskutieren und der Mann eigentlich nur mir erklären will, wie er denkt, wie Partnersuche funktioniert. Das ist halt super wichtig. Ich habe in der Vergangenheit auch öfter schon mit Männern gesprochen, die dann irgendwelche, keine Ahnung, und jetzt müssen sie diese Begriffe nicht sagen, aber sehr tief drin waren in dieser Pickup-Welt und in dieser Redpill-Welt und mir dann halt quasi einfach nur ihren Standpunkt die ganze Zeit klar machen wollten. Und ich bin natürlich auch gerne bereit, mir anzuhören, was Männer bisher denken über die Partnersuche. Aber wichtig ist, dass man gewisse Standpunkte, die vielleicht dir nicht dienen und die nicht helfen, in der Partnersuche auch fallen zu lassen. Also dass du eine gewisse Offenheit hast, auch neue Gedanken und Impulse und Denkweisen anzunehmen. Und jetzt kann es sein, dass es für dich sich sehr intuitiv und klar anhört, aber es ist wichtig, das zu nennen, weil wir haben oft schon Männer abgelehnt für ein Coaching-Programm, die quasi diese Voraussetzungen nicht mitgebracht haben. Eigeninitiative, Bereitschaft, Feedback anzunehmen, Wunsch nach einer ernsthaften Partnerschaft, respektvoll sein im Umgang, natürlich mit dem Coaching-Team, aber halt auch, wenn man halt Frauen kennenlernt. Wir wollen hier keine Herzensbrecher ausbilden, also Leute, die quasi rumrennen und allen möglichen Frauen das Herz brechen, einfach nur um ihr Ego zu befriedigen. Das sind halt alles so wichtige Sachen. Und wenn diese Punkte, wenn du sagst, okay, ich kann mich darin wiederfinden, das ist schon so meine Ausgangssituation. Du bist auch so ungefähr in der Altersklasse von den Männern, mit denen wir zusammenarbeiten. Du hast so ungefähr auch die Herausforderung, die ich eben besprochen habe. Und du würdest auch sagen, du erfüllst die Voraussetzung. Wenn das der Fall ist, dann kann ein Coaching für dich Sinn machen. Und wie kann man das jetzt final rausfinden? Naja, indem du dich einfach mal kostenlos für ein Erstgespräch bewirbst. In so einem Erstgespräch setzen wir uns mal eine Stunde zusammen und dann besprechen wir halt auch mal, wie so ein Plan für dich aussehen kann, wie du für dich innerhalb von 3, 4 oder 5 Monaten die richtige Partnerin finden kannst. Und im Zuge dieses Gesprächs können wir dann auch darüber reden, ob eine Zusammenarbeit in Form von einem Coaching auch Sinn machen kann oder halt nicht. Und ja, wenn du das möchtest, dann
kannst du einfach auf den Link klicken unter diesem Video und dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Wenn du dich darauf bewirbst, dann musst du erstmal ein kurzes Formular ausfüllen, damit wir ungefähr wissen, was so deine aktuelle Situation ist, was du dir wünschst. Und dann wirst du von jemandem von unserem Team angerufen. Wir werden uns erstmal 10, 15 Minuten Zeit nehmen, um mit dir erstmal auch hier ein kostenloses Vorgespräch zu führen, um zu gucken, passt du zu uns und können wir dir wirklich weiterhelfen? Und wenn ja, wie können wir dir weiterhelfen? Und wenn wir in diesem Vorgespräch feststellen, hey, das Ganze passt, dann wird es im nächsten Schritt wirklich mal ein einstündiges Beratungsgespräch geben. In diesem Beratungsgespräch, was auch, wie gesagt, vollkommen kostenlos und unverbindlich ist, besprechen wir dann die Strategie für dich und dann bekommst du vielleicht auch von uns ein Angebot für eine Zusammenarbeit und kannst dann schauen, ob das Ganze für dich Sinn macht. Und entweder sagst du, ja, das finde ich gut, dieses Konzept der Beratung gefällt mir halt einfach, das möchte ich mit euch zusammen machen. Oder sagst dir, nee, die Impulse, die ich jetzt hier bekommen habe, die sind auch hilfreich und ich möchte die alleine umsetzen. Was auch immer du da möchtest, ist vollkommen dir überlassen. Und ja, wenn du den nächsten Schritt gehen willst in der Partnersuche, dann bewirb dich gerne auf dieses Beratungsgespräch.